Metro Redux Folge 15, jetzt schon Wahnsinn, 15 Videos schon. Und ich bin schwer begeistert. Wir sind schon wieder über Löcher. Und die Schweine, die hier gefressen worden sind. Oh, irgendwas triggert das gleich doch. Irgendwo gehe ich lang und dann triggert doch irgendwo so ein Spawn. Und mein hübsches ist da unten nicht. Also das ist ja auch mal so eine Parkposition, ne, die, naja. Schweine sind ganz kluge Tiere, habe ich mir mal sagen lassen. Fuhr da jetzt ein Zug gerade vorbei oder habe ich mich da verhört? Das ist so ein cooles Bild jetzt gerade, das mit dem Tunnel. Allgemein, das ganze Spiel sieht geil aus. Oh, was? Ja, war ja sowas von klar, war sowas von klar. Sobald ich hier in der Nähe bin. Was? Da kommt einer von hinten angekrochen. Was? Ih, Spinnennetz, geh weg. Den von hinten habe ich schon, mein Kleiner. Es ist leise gerade hier. Psst. Oh, hier ist eine Falle. Hier ist eine Falle. Aua. Klar, und das scheiß Vieh. Aua, wieso juckt denn jetzt mein Auge? Und dieses scheiß Vieh springt auch noch über die Falle drüber. Hast Granaten? Nehmt die Granaten? Oh, okay. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. Da ist Moon in den Schrank? Wo? Okay. Der sieht so ein bisschen aus wie dieser eine Schauspieler. Ich komme nicht drauf, der auch hier George aus dem Dschungel gespielt hat. Ihr wisst es wahrscheinlich, wie der heißt. Ja, der sieht so ein bisschen förmlich danach aus. George aus dem Dschungel, aber wo hat er noch mitgespielt? Reise zum Mittelpunkt der Erde? Nee, das war, glaube ich, The Rock, ne? In dem da. Ach, in dem hier. Ja, dann schauen wir mal. Woher weißt du das, dass da Moon drin ist? Okay, der ist abgeschlossen. Kriegen wir denn... Ne, hierfür kriegen wir wahrscheinlich keinen Schlüssel, ne? So. Ich bin so froh. Ich bin so... Ich will da gar nicht lang gehen. Bin ich ganz ehrlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich will da gar nicht lang gehen. Das... Obwohl der Junge... Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Geil. Boah. Was ist das denn? Ich bin ja mal gespannt, ob wir noch auf andere Gegner treffen werden. Okay, Mund haben wir anscheinend genug. Auf andere Mutanten treffen werden. Wie das Ganze... Okay. Ich hab's gerade noch gesprochen. Die sind hier so fliegende Viecher. Die haben so Flügel, so wie es aussieht. Was ist das denn? Lass mich mal an deinen Nippeln ziehen. Dann werd ich mal wieder wunderschön. Lalala. Was? Bleib bloß da unten in deinem Loch. Du. Du Kackwurst. Mein bester Freund, die... Oh, genau jetzt, klar. Jetzt geht die Batterie alle. Ja, nee, ist klar. Ja, klar, jetzt lade ich erstmal die Batterie nach. Jetzt wird mir das zu bunt hier. Wie viel Muni haben wir denn noch da bei der Dings? 31. So, Batterie. Nein, war so klar. War so klar. Das war sowas von klar, war das. Wie die Kloßbrühe. Ja, nix da. Nix da rauskriechen. Bleib in dein Loch, du Mongo. Du verrückter Mongo. Du Mutanten-Mongo. Boah, diese scheiß Mutanten-Mongos, ne? Gibt's gar nicht. So, jetzt werde ich nochmal eben die Dings... So. Mann, Mutanten-Mongo, geh in dein Loch. Ja. Ich glaub. Scheiß Mutanten-Mongo. Aua. Oh, diese Trägheit des Spiels. Ist hier noch was zum Sammeln? Ja, Munition. Nein, auch wieder nicht. Munition haben wir.
Stirb, Mutanten-Mongo. So. Aua! Diese Drecks-Mutanten-Mongos sind sowas von Feichlinge. Und wo leuchtet die Taschenlampe hin? Ja, super. Ja, komm. Komm, komm. Komm zu Papa. Ja, komm zu Papa. Hier, ich hab was für dich. Ha, Mutanten-Mongo. 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 Ich blute. Hilfe, ich blute. Komm. Komm. Panuna. So. Wir werden wahrscheinlich gleich auf menschliche Kollegen treffen. Was haben wir hinten? Haben wir noch hier was? Ah, hier. Okay, können wir nicht aufnehmen. Wir sind voll ausgerüstet bei der Medipack. Sehr schön. Damit haben wir wieder 5. Was? Hey, pass auf, da ist ein Loch. Ja, habe ich gesehen. Das kannst du auch mal früher sagen. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Ja, super. Klasse. Wow, aua. Mutanten-Mongo. Diese verdammten Mongos. Oh, überall diese Schritte immer zu hören. Ja, du Mongo. Guck mal, siehst schon so aus wie so ein Mongo. Komm, gesell dich zu deinem Mongo. Zu deinem Mongo-Bruder. So. Schauen wir mal, ob hier was liegt. Da liegt doch noch was. Ja, wir haben Munition von links haben wir voll. Okay, wir können nach unten gehen oder nach oben. Wo gehen wir denn als erstes hin? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich will ich nicht nach unten, aber mich interessiert, was unten ist. Was ist das? Sieht aus wie ein Draht. Ja, das ist eine Falle. Klugscheißer. So. Ich werde aber als erstes mal hier lang gehen. Vielleicht ist hier irgendwas. Wie war das denn? Dürfen wir denn jetzt ins Wasser oder? Der hat was in der Hand. Jawohl, ein Schlüssel. Wie geil. Wir haben vorher den Schlüssel gefunden, bevor wir überhaupt den Safe gefunden haben. Boah, sieht das cool aus. Blub. Oh nein. Mongo. Okay, hier ist eine Leiter. Huch. Was? Ah, okay, das ist der Weg. Okay, das ist wahrscheinlich derselbe Weg, vermute ich mal. Nur man hätte dann da... Ich gehe nochmal hier nochmal zurück. Vielleicht haben wir hier was übersehen oder liegen lassen. Auf dem Weg. Da ist noch eine Falle. Ist quasi derselbe Weg. Man kann so zwei Alternativen wählen. So. Da. Flinke Finger-Trophäe bekommen. Yay. Ich habe immer flinke Finger. Ja, das heißt für uns, können jetzt unten oder oben gehen. Ich werde mal unten wieder weitergehen. Weil da müssen wir eh runter. Von so an. So. Und ich finde es hier unten irgendwie gemütlicher. Ja. Jetzt kommt wieder so ein Mongo. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Yeah. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Du, das kann ich dir gar nicht beantworten. Das weiß ich gar nicht. So lange bin ich hier noch nicht in der Metro. Ich bin erstmal seit ungefähr gefühlten 15 Folgen hier aufgewacht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren auch schon lange nicht mehr in so einer Station. Wow. Und was ist das da oben? Moment, Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie ja. Eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Ja, er hofft dir nur nicht zu viel. Es sieht förmlich so aus, als müssen wir da nach oben. Das, ja. Das kann jetzt...
Oh nein, bitte nicht. So. Da, 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 da. Ja, natürlich. Ja, genau. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Ach du Scheiße. Ja, toll. Ja, bis zum Himmel vielleicht nicht, aber da, wo wir hin müssen, da müssen wir hin. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Halt dich fest, mein Kleiner. Wir sind gleich da. Achterbahnfahrt des Todes. Deine Mutter lebt ja noch. Da müssen wir ganz schnell mal hin und dich zu deiner Mama bringen. Mama! Oh, was? Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Saschenka, du lebst. Ich heiße nicht Saschenka. Nein, nein. Bist du okay? Kommt ja nicht auf die Idee. Aber wo ist dein Onkel? Wie bist du hierher gekommen? Onkel ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen. Auf seinen Schultern. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Danke, Mann. Haben Sie eine Ahnung, wie viel der Junge bedeutet? Sein Vater ist uns allen wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Und ohne ihn wären wir alle erledigt. Vielen Dank. Ja, nichts zu danken, ne? Würde ich mal sagen. Oh Gott, armer Serjosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Ich weiß nicht, eigentlich war es selbstverständlich, ihn mitzunehmen, ne? Ich mach mal ablehnen, weil, ich fand es einfach selbstverständlich, ihn mitzunehmen. Da bin ich ein wenig sentimental, ja, das muss ich sagen. Und deswegen lehne ich jetzt die Moon ab. Ja, ablehnen. Genau, weil die brauchen auch selber Moon, deswegen, ja. Kann ich jetzt weitergehen? In Ordnung, gehen wir. In Ordnung, gehen wir. So. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Dankeschön. So, wie schaut's denn aus hier? Kann ich mal hier ein bisschen Licht machen? Ja, das ist ja ganz schön duster hier. Da ist er ja wieder. Als ein anderer, ne? Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Aber ich hoffe mal, dass er hier mal anfängt, bald mal zu trällern. Link. Oh. Hallo Zugführer. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja? Herr Zugführer. Tschu-tschu. Oder Herr General, Herr Oberst. Wie auch immer. Mein Gott, ist hier schwer was los. Okay, da hinten komme ich anscheinend nicht hin. Da ist ja eine Menge los. Da ist ein Schwein auf dem Zug. Da sind sie sich am Unterhalten, am Diskutieren. Wer ist er hier? Da komme ich gar nicht hin, oder? Ne. Okay. Also muss ich hier lang? Ein Metrobuch. Ja, was zu lesen. So, Eintrag 4. Wir haben den vierten Eintrag. Yes! Ah, ich freue mich jedes Mal darüber, wenn wir... wenn wir was Neues kriegen. So, Eintrag 4. Für die Rettung ihres Kindes bietet sie mir ein paar Patronen. Bietet sie mir ein paar Patronen. Aber wenn ich eine Wahl hätte... Als wenn ich eine Wahl hätte. Aber was früher normal war, scheint jetzt seltsam zu sein. Und was die Welt früher angeekelt hat, lässt heute niemand mehr die Nase rümpfen.
was soll ich tun? Die Belohnung ablehnen und sie beleidigen? Die Belohnung nehmen und zugeben, dass ich ein Kind gerettet habe, nur um die Belohnung zu erhaschen? Die Tage, in denen ein Menschenleben, ein Kinderleben unbezahlbar war, sind längst vorbei. Heute haben wir alle einen Preis. Die Patron, die mir für die Rettung des Jungen gegeben wurde, scheint ein guter Deal zu sein. Der übliche Preis für ein Leben liegt bei einer Patrone. Gerade genug, um sie anzunehmen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Jetzt habe ich sie quasi... Ich muss nochmal zurückgehen. Wie war das denn jetzt nochmal? Was soll ich tun? Die Belohnung ablehnen und sie beleidigen? Jetzt habe ich sie natürlich auch beleidigt. Aber ich bin so einer, ich weiß, dass sie selber auch Mund brauchen. Hier unten ist es halt nicht einfach. Ja, es dürfte mir jetzt nicht übel nehmen. Ja. Wie gesagt, dürfte mir nicht übel nehmen. Ich war halt so herzensgut und habe die Patronen ihr überlassen. Ja, damit sie vielleicht noch ein gutes Leben hier haben in der Metro. Man weiß ja nie, wo das hinführt alles. Moin. Ah, okay. Da haben wir wieder einen Laden. Ein Laden. So, normale Granaten wäre mal cool. So, Munition für Sturmgewehr. Okay. Immer schön kaufen. Okay. Sonderangebote, Rabatte. Was haben wir denn hier jetzt? Größeres Magazin. Dieses leichte MG fasst den Wochenlohn eines Rangers und ermöglicht eine längere Schussdauer mit weniger Nachladen. Kostet mich aber mal so eben läppische 45, die ich nicht habe, weil ich ja die Mund nicht angenommen habe. Da darf ich mich jetzt auch nicht beschweren. Schalldämpfer ist uninteressant. Ich glaube, ich lasse das einfach so. Bleibt mir halt nichts anderes übrig. Ja, ich gehe mal ganz stark von aus, dass wir da hinten weitergehen. Aber da gehen wir weiter in einer weiteren Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Also macht's gut. Tschüss.